war so ruhig, so vollkommen klar und kühn im Kopf, dass ihm danach verlangte, seine Gedanken wieder zu verwirren und sei es nur, um aufzufallen. Und er sagte mit lauter Stimme, während seine kleinen, fiebrigen Augen ironisch lauernd die Gesichter musterten, Afrika, das gibt es nicht. Als ich eingeladen wurde, hier im Kindl Arbeiten zu zeigen, die zusammengehören und vielleicht weiter zu anderen Arbeiten verweisen, da war mir sehr schnell klar, dass die Hütte unbedingt in diesen Raum gehört, weil es verkompliziert die Sichtachsen, es verkompliziert ja die Wege. Das sind alles Momente, die für die räumliche Situation wichtig sind und auch ganz stark thematisch mit eingreifen. Es gibt sehr viele Bücher, die durch die Ausstellung begleiten, weil abgelegtes Wissen im Text, aber auch Bild, hat mich sehr früh interessiert. Ich habe versucht, immer wieder aus dem Buch heraus Arbeiten zu entwickeln. Jealous, furious, mischievous to her husband. Oder das Buch selbst als Arbeitsbereich zu formulieren. Das Durchleuchten im Buch, aus dem hat sich viel heraus entwickelt. Wenn eine Buchseite durchleuchtet wird, erscheint die Vorder- und die Rückseite parallel. Und dieses Durchleuchten ist in dieser Ausstellung in unterschiedlichsten Konstellationen immer wieder hier. Es sind die Buchseiten, die im Durchlicht erscheinen. Es ist aber auch die Fotografie per se, dieses Beschreiben mit Licht. Das ist bei mir im Sinne der Illuminationen, der X-Rays, aber auch der Recherche eigentlich permanent das, was mich antreibt. So ist es immer auch historisches Material, das sich in die Ausstellung reinbegibt. Hier beispielsweise Josef Ganz, jüdischer Ingenieur in Deutschland für die Automobilindustrie, sehr aktiv tätig mit einer Idee des Kleinwagen, hat ihn dann auch Volkswagen genannt und wurde dann aber durch die Nazis vertrieben. Ich habe mir immer überlegt, wie dieser Josef Ganz unterwegs war, permanent mit rasendem Herzchen, entweder fürs Auto oder auf der Flucht. Und dann plötzlich ergeben sich eben so Verbindungen. Das ist in Mato Grosso und ist bekannt geworden, weil VW offensichtlich Waldgebiet niederbrannte, um Rinderherden unter dem Verdacht der Zwangsarbeit kultivierten. Diese Informationen, dass dort wieder eigentlich das Auto zu Fleisch wird, dass sich nochmals in diesen Circle einbringt, hat mich dann doch ziemlich entsetzt. Ich suche eigentlich nie eine Arbeit, sondern es ist immer so, dass die Arbeit sich aufdrängt. Manchmal kommen die Themen in einer komplexeren Verdichtung, wie ich es manchmal auch gar nie geplant habe. Dieses Simply Too Much als Zumutung ist für mich ein Ausstellungsstrang. Wirklich, sagte der Apotheker. Man sollte hart gegen die Trunksucht vorgehen. Dieses Spiel der Verweise führt dann halt auch in einem Kontext der Flüssigkeiten, nicht? Also dieses berauschende Moment. Da ist Liquid Noir das, was Madame Bovary im Roman nach ihrem Tod zum Mundwinkel rausfließt. Und wir haben Emmas Gift, das sie ihrem Autoren quasi zurückgibt. Wir haben den außer sich rasenden Julien, der alles tötet, was irgendwie lebt. Ja, das außer sich sein zieht sich bei mir immer durch die Arbeit in unterschiedlichsten Darstellungsformen, weil es offensichtlich zum Mensch gehört. Ja, no simple way out. Wir haben Objekte, die aus dem Garten kommen. Dieses digital Gezupfte führt auch wieder zu Formen, die an Schreckfiguren erinnern. Diese Schreckfiguren verweisen auf die Umstände, die wir erleben, also
Die Berliner Luft findet hier in diesem Luftfilter ihren unglücklichen Beigeschmack. Insekten, die heute eigentlich wichtiger denn je wären, werden zuhauf festgehalten. Etwas gut Gemeintes mit Nebeneffekt sozusagen. Dobrindt-Lotte ist bestimmt die persönlichste Arbeit. Es betrifft ein Familienmitglied, die Doba, die aus der Familie ausgestoßen wurde, erzählt von meiner Nichte, die Schauspielerin ist. Vater unbekannt, Mutter mit illegitimem Kind, Mischehe? Geht nicht, ging immer schief. Dobrindt-Lotte zeichnet die Tabuisierung auf, die stattgefunden hat. Es wurde nie über Doba gesprochen. Ja.